Fragen von GigaTech auf dem MWC 2019 in Barcelona, beziehungsweise eigentlich in Berlin, aber das sind Details, die euch wahrscheinlich gar nicht interessieren. Das hier ist das Xperia One, eines der Highlight-Smartphones von dieser Messe. Und das macht einige Sachen anders, und zwar ganz anders als frühere Sony-Telefone. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt im Hands-on-Video. Bei jeder Vorstellung eines neuen Smartphone-Flaggschiffes muss es, so sagt das die Grundregel, eine der Grundregeln des Marketings und der Werbung, muss es eine Story geben. Das Narrativ, mit dem man rausgeht, das möglichst alle Nutzer verstehen sollen und natürlich auch die Presse wiedergeben soll. Hier im Falle des Sony Xperia One ist das Narrativ sozusagen zweigeteilt. Das eine ist, die Smartphones heutzutage sind austauschbar, sehen alle einigermaßen gleich aus und unterscheiden sich wirklich nur in minimalistischen Einzelheiten und Details. Gut, da mag man dazu stehen, wie man will. Der andere Teil der Story ist, dass es noch kein Smartphone gibt mit einem Display, Seitenverhältnis, das dem entspricht, was wir im Kino sehen, nämlich 21:9. Und das hier ist das Telefon, das das ändern soll, das Sony Xperia One. Und das hat dieses 21:9 Bildverhältnis. Die Auflösung ist 3840 x 1644. Man spricht hier also im Prinzip von einem 4K Display, 4K OLED HDR. Das ist ungefähr das, der Inhalt aller feuchten Träume von Display-Enthusiasten. Dazu sei allerdings gesagt, hier auf dem Homescreen ist die Auflösung nicht ganz so hoch. Das liegt darin begründet, dass man ein bisschen Rechenzeit sparen will und auch Akku. Das heißt, das ist intern wird das ein bisschen niedriger berechnet und hochskaliert. Zum Hochskalieren, hier ist ein eigener Chip drin, die sogenannte X1 Engine, die kennt man aus den Sony Bravia TVs, also den Fernsehern. Dieser Upscaling-Chip, der soll besonders hübsche Ergebnisse liefern, dass diese Inhalte mit einer geringeren Auflösung als dieses 4K trotzdem gestochen scharf aussehen. Und ich, naja, mit meinen durchaus etwas geschundenen Augen, muss aber sagen hier, die Inhalte, die sehen tatsächlich sehr, sehr scharf aus. Also da gibt es nichts zu bemängeln. Also ich würde jetzt hier nicht vermuten, dass es kein natives 4K ist. Wiewohl ich auch sagen muss, bei anderen Smartphones da erkenne ich auch mitunter nicht den Unterschied zwischen WQHD und Full HD. Trotzdem 4K, HDR, OLED, das ist eine tolle Sache. Wozu braucht man das 4K-Display eigentlich? Naja, insbesondere dann, wenn man Filme guckt. Also wenn man Netflix guckt, wenn man YouTube guckt, wenn man sich seine eigenen Bilder anguckt, dann wird hier durchaus die volle Auflösung ausgespielt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit über das Display geschwärmt, mehr oder weniger. Wollen wir uns das Gerät doch mal von allen Seiten angucken. Und ihr seht das schon, das ist relativ randarm. Ja, randlos ist ja so ein Schlagwort aktuell. Die meisten Telefone haben dann doch einen Rand. Den sieht man auch so auch hier beim Sony Xperia One. Allerdings ist der Rand relativ schmal. Und das war ja früher auch immer ein Kritikpunkt an den Sony-Handys, dass die Ränder doch relativ breit waren. Und Sony verzichtet hier auch auf ein Notch. Das heißt, hier oben, das ist einfach eine, ja, sozusagen eine gerade Fläche. Hier ist die Frontkamera drin, hier oben die Hörermuschel, die gleichzeitig auch als einer der Speaker fungiert. Hier unten das Kinn, sozusagen, da ist jetzt nichts weiter. Hier auf der rechten Seite haben wir zum einen den Power-Button, direkt darüber den Fingerabdrucksensor, endlich wieder in der Seite integriert. Sony bei den letzten beiden Flaggschiffen hatte den ja auf der Rückseite und dort auch relativ weit unten. Das war ergonomisch, ich sag mal, suboptimal. Hier die Lautstärke-Wippe, die ist recht schmal, die kann man jetzt auch nicht so super herausfühlen. Allerdings denke ich mal, naja, auch ergonomisch kommt drauf an, wie groß die eigenen Hände sind. Wenn man größere Hände hat, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Die Druckpunkte sind jetzt suboptimal, würde ich sagen. Das ist ein Vorserienmodell. Es kann durchaus sein, dass hier noch ein bisschen dran gearbeitet wird und diese Lautstärke-Wippe sich in dem Alu-Rahmen dann ein bisschen besser erfüllen lässt. Hier unten haben wir nochmal den eigenen Kamera-Button. Auf der linken Seite haben wir hier jetzt nichts weiter als Antennenstreifen. Die Antennenstreifen sind wichtig, damit die Empfangsleistung und Sendeleistung gewährleistet ist. Auf der Unterseite haben wir hier den zweiten Lautsprecher. Das hier ist eine USB-C-Schnittstelle. Das Gerät ist natürlich auch in der Lage, schnell geladen zu werden per Kabel. Wireless Charging ist jetzt hier allerdings nicht drin. Hier dieses kleine Loch ist ein Mikrofon,
Auf der Oberseite haben wir hier den SIM-Tray. Hier passen zwei SIM-Karten rein oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung. Es wird auch eine Single-SIM-Variante geben, allerdings dann nur bei einzelnen Providern. Hier munkelt man so etwas davon, dass die Vodafone gebrandete Variante dann nur einen SIM-Slot hat. Hier auf der Rückseite ein weiteres technisches Prunkstück. Das hier ist eine Triple-Kamera im Xperia One. Wir haben hier drei Linsen. Das ist zum einen eine 16 mm Superweitwinkel-Linse mit einer f2.4-Blende. Dann haben wir eine Weitwinkel-Linse, 26 mm mit f1.6-Blende und eine 52 mm Zoom-Linse mit f2.4-Blende. Viele technische Parameter. Was bedeutet das Ganze? Nun, man kann hier stufenlos quasi wählen zwischen Superweitwinkel und nah, also Teleobjektiv. Und zwei dieser Kameramodule sind sogar, und das ist wirklich eine Neuerung bei Sony, optisch stabilisiert. Endlich hat Sony die Zeichen der Zeit erkannt, sage ich mal, und optische Bildstabilisierung eingebaut. Bei einer Superweitwinkellinse braucht man es auch nicht unbedingt. Insbesondere dann, wenn man filmt, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. OIS wird noch ergänzt durch EIS, also durch eine digitale Bildstabilisierung. Und die braucht man auch, nämlich für die Cinema Pro App. Mit der können Filmproduzierende auf eine ganz neue Art und Weise mit einem Smartphone filmen. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, also natürlich die Linse einzustellen, ISO-Werte einzustellen, auch dann später in der finalen Version, wie gesagt, das ist hier nur Vorseriensoftware, die Auflösung zwischen 4K und WQHD zu wechseln, auch 21:9, also das Bildverhältnis anzupassen, die Anzahl an Einzelbildern pro Sekunde und vor allem das Color Grading lässt sich hier auf eine Weise einstellen, wie es sonst bei Android-Smartphones nicht möglich war. Das heißt, das ist wirklich eine Smartphone-Kamera, die auch professionellen Ansprüchen Genüge tragen will. Bin ich sehr gespannt darauf, welche Ergebnisse wir dann mit diesem Smartphone gefilmt sehen werden. Wir haben hier leider noch nicht die Möglichkeit, wirklich die ganzen Möglichkeiten auszureizen, denn die Software ist alles andere. Final bis zum Release des Gerätes im Sommer wird da noch einiges dran gemacht. Wie es sich für ein absolutes High-End-Gerät gehört, ist hier natürlich auch Top-Notch-Hardware drin. Wir haben hier einen Snapdragon 855, also ein wahnsinnig schneller Prozessor der neuesten Generation. Wir haben hier 6 GB RAM drin, per Default 128 GB internen Speicher. Eine andere Variante wird es hier in Deutschland wohl auch nicht geben. Dieser Speicher ist natürlich erweiterbar per Micro-SD-Karte. Also dahingehend muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass da irgendwann mal der Speicher ausgeht. Und ein bisschen Sorgen muss man sich vielleicht um den Akku machen, denn der ist nur in Anführungszeichen 3330 mAh groß. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen unterdimensioniert. Muss man aber gucken, wie das Ding dann zum Schluss wirklich im Alltag performt. Immerhin der Snapdragon 855, der soll ja auch sehr performant sein. Und was den Rest des Gerätes angeht, das ist natürlich auch schön dünn und das liegt auch gut in der Hand. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich hier ein bisschen skeptisch war zunächst, also was die Gerüchtelage hergab mit dem 21:9 Display, das ist durchaus noch handlich. Natürlich schafft man es nicht hier unbedingt einhändig die oberen Bildelemente zu greifen, zu erfassen, aber da das ist alles eine Frage der Gewöhnung und ich glaube, die meisten von uns werden sich eh mittlerweile daran gewöhnt haben, so ein Gerät mit zwei Händen zu bedienen. Wir haben hier ein Android in der aktuellen Version 9 drauf, also Android Pie. Diese Version ist jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos aktuell. Da muss man natürlich schauen, wenn das Gerät im Sommer rauskommt, ob das dann noch aktuell ist und ob dann vielleicht auch noch eine neuere Android-Version bereits auf dem Gerät tickt. Bis dahin gilt aber erstmal aktuelle Softwareausstattung, garniert mit einigen Goodies, die Sony hier so standardmäßig sowieso seinen Geräten beilegt. Das Sony Xperia One wird in 4 verschiedenen Farben auf den Markt kommen. Wir haben hier Schwarz, Grau, Weiß und Lila. Gerade bei den dunkleren Versionen, also Lila und Schwarz, muss man natürlich darauf achten, dass die Gorilla Glass 6 gestellte Rückseite recht leicht Fingerabdrücke anzieht und man die sehr gut sehen kann. Also in dem Fall einfach Case drüber oder öfter mal putzen oder damit leben, dass die anderen Leute sehen, dass man am Finger schwitzt. Dazu eine Randnotiz noch. Leider trotz Glasrückseite ist kein Wireless Charging dabei. Das muss man dann auch verknusen können, aber zumindest per USB-C-Buchse lädt das Gerät ja relativ schnell.
Das Sony Xperia One wird im Sommer 2019 auf den Markt kommen. Genaueres Datum haben wir noch nicht. UVP wird aktuell 949 Euro angepeilt. Das ist für ein Gerät in dieser High-End-Spitzenlage sicher in Ordnung. Bis dahin werden allerdings auch noch einige Konkurrenten auf dem Markt sein. Bis dahin muss man also schauen, ob das Gerät dann wirklich konkurrenzfähig ist in diesem absoluten Oberklasse-Markt. Ein erstes Fazit zum Sony Xperia One. Erstmal muss man Sony beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, Sony, dazu, dass ihr erstmal ein paar alte Zöpfe abgeschnitten habt und dass ihr dann auch ein wirklich mutiges Smartphone hier vorgestellt habt. Ein bisschen skeptisch bin ich, wie sich dieses 4K-Display dann so im Alltagsgebrauch macht. Also scharf ist das ohne Frage. Aber wie man uns gesagt hat, hier auf dem Homescreen ist es trotzdem hochskaliert. Das heißt, das macht hier standardmäßig überhaupt nicht Gebrauch von der 4K-Auflösung. Ich kann jetzt aber auch nicht behaupten, dass es in irgendeiner Form unscharf wäre. 4K-Display auf dem Smartphone ist natürlich ein Akkufresser allererster Kanone. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, insbesondere jetzt in Verbindung mit der so mittelmäßigen Akkukapazität. Was ich richtig cool finde, ist die Tatsache, dass jetzt passionierte Handyfilmer endlich mal eine Möglichkeit haben, Filmaufnahmen zu machen mit einem Android-Smartphone mit professionellem Color Grading und allen Optionen, die man so haben muss und die man braucht. Bislang musste man dazu wirklich immer zu einem iPhone greifen und auch das war mit Pferdefüßen verbunden. Also da bin ich sehr gespannt, welche Ergebnisse wir dann hier von professionellen Filmern mit dem Xperia One zu sehen haben, dann in einigen Wochen und Monaten. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also technisch ist das alles top-notch. Ich bin gespannt, wie das Gerät sich dann vor allem im Alltag macht und vor allem dieses abgefahrene 21:9 Format, das wir jetzt vermutlich von Sony öfter sehen werden. Wie ist eure Meinung zum Xperia One? 21:9, braucht man das? 4K-Display auf dem Smartphone, braucht man das? Braucht man Möglichkeiten zum professionellen Cinema-Grading? Ist das ein gutes Telefon? Ist das so meh? Ist das so spannend? Ich bin gespannt auf eure Kommentare hier unten. Und ich bin erstmal vorsichtig optimistisch und ich glaube, dass das schon einige Alleinstellungsmerkmale hat, dieses Sony-Telefon. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns ein Like, abonniert auch auf jeden Fall unseren Kanal, auch mit dem Klingelsymbol, dann verpasst ihr keins der Videos vom MWC. Geht auch auf giga.de/mwc, da sind alle Texte und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Video. Ciao.